Mit einem Konzert der Göppinger Musikschule hat die offizielle Amtseinführung des neuen und alten Göppinger Oberbürgermeisters Guido Till begonnen. Ab jetzt befindet sich der gebürtige Rheinländer in seiner zweiten Amtszeit als Göppinger Stadtoberhaupt. Genau 3 Monate nach seiner Wiederwahl legte er den vom dienstältesten Göppinger Gemeinderatsmitglied Hans Bernlöhr vorgetragenen Amtseid ab. Nach der Landesverfassung abzuleistende Gelöbnis hat folgenden Wortlaut: Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Göppingen gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Ich gelobe es. Herr Oberbürgermeister, ich darf Sie zu Ihrer zweiten Amtszeit begrüßen, auch wenn Sie mit 20 Minuten Verspätung heute angefangen hat, durch die Verzögerung, die der Herr Regierungspräsident zu verantworten hat. Pünktlich hingegen waren die meisten anderen Gratulanten. In der gut gefüllten Stadthalle fanden fast alle politischen Weggefährten des Oberbürgermeisters Platz. Und vor einem Publikum, das der Parteilose so gut kennt, kann er die Ablegung des Amtseides sehr viel mehr genießen, als es noch vor 8 Jahren der Fall war. Natürlich viel schöner als 2004, weil 2004 konnten Sie sich ja vorstellen, durch diesen Amtswechsel, der ja für den Amtsinhaber nicht freiwillig war, brannte die Luft schon. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass alle die, die jetzt gekommen sind, die wollten auch gerne kommen. Und ich glaube auch, dass wir in Ruhe, besonnen, aber dennoch dynamisch in die nächsten 8 Jahre starten können. War ein schönes Gefühl. In seiner Ansprache wagte der neue und alte Oberbürgermeister einen Blick in die Zukunft. Denn er verriet bereits jetzt, welche Rede er gerne am Ende seiner Amtszeit im Jahr 2021 halten will. Unsere attraktive Einkaufsstadt lockt immer mehr Kunden, auch durch die S-Bahn-Anbindung von den umliegenden Städten und Gemeinden an. Die unter dem Bahnhof seit einigen Jahren betriebene Tiefgarage hat sich hervorragend bewährt und der Bahnhofsvorplatz ist ein richtiges Schmuckstück geworden. Und nicht nur, weil die Kreissparkasse als Neubau erscheint, sondern auch, weil die ihr gegenüberliegenden alten Häuser durch eine anspruchsvolle Bebauung ersetzt wurden. Um das jedoch alles zu erreichen, stehen Guido Till jetzt 8 schwierige Jahre bevor. Aber auch 8 Jahre mit einem der schönsten Berufe überhaupt. Das ist zumindest die Sichtweise von Landrat Edgar Wolf. Nun können Sie, lieber Herr Till, Ihre Arbeit als Oberbürgermeister der Stadt Göppingen fortsetzen. Fortsetzen damit zugleich einen der schönsten und faszinierendsten Berufe, die man ergreifen kann, wenn man politisch gestalten will. Aus eigener Erfahrung als Bürgermeister einer kleineren Stadt weiß ich, dass diese Beschreibung für das Amt eines Stadtoberhauptes zutrifft. Und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es nur ein Amt im Landkreis gibt, das noch schöner und noch faszinierender ist. Bis 2021 bleibt Guido Till Göppingens Oberbürgermeister. Dann ist aber endgültig Schluss. Denn für eine dritte Amtszeit wird der jetzt 57-Jährige nicht mehr zur Verfügung stehen.